Die massiven Luftangriffe haben das syrische Aleppo in etwas verwandelt, das schlimmer ist als ein Schlachthaus. Das sagte heute UN-Generalsekretär Ban. Die USA drohen deswegen damit, dass sie alle Gespräche mit Russland über den Syrien-Konflikt abbrechen, wenn diese Bombardements weitergehen. Ein Mann lässt sich davon allerdings nicht einschüchtern und erst recht nicht von seinem Plan abbringen, nämlich Spielzeuge und andere Hilfsgüter nach Syrien zu schmuggeln. Und hier ist seine Geschichte. Rami Atam verpackt in Finnland Schmuggelware, Spielzeug für Kinder im syrischen Bürgerkrieg. Zu Tausenden bekommt er Kuscheltiere und auch Geld gespendet. Rami ist 44, sechsfacher Vater, lebt in Helsinki und schmuggelt seit 5 Jahren Spielzeug nach Syrien. Sie freuen sich jedes Mal darauf, uns zu sehen. Alle 2 Monate ungefähr fahre ich da runter. Und wenn wir mal eine Woche später kommen, schicken sie mir Nachrichten und fragen, wo bleibt ihr? 28 Mal hat sich Rami Atam über die türkisch-syrische Grenze geschlichen. Bepackt mit Spenden wie Spielzeug, Bargeld und was die Menschen sonst brauchen. Jedes Mal eine gefährliche Mission durch das syrische Kriegsgebiet bis in seine Geburtsstadt Aleppo. Die syrischen Truppen sind in der Nähe. Die Kämpfer von ISIS treiben sich leider auch in der Gegend herum. Und dann noch die PKK. Alle kämpfen sie gegeneinander. Ohne lokale Helfer von der Freien Syrischen Armee wäre es für mich ganz schwer, dort herumzulaufen, obwohl es meine eigene Heimat ist. Aleppo liegt in Schutt und Asche. Die Stadt ist wie ein Gefängnis für 350.000 Einwohner. Auf die Kampfjets derzeit bis zu 150 Bomben und Raketen am Tag abfeuern. Letzte Woche hat selbst Rami es nicht in die Stadt geschafft. Die Kinder in Aleppo haben erstmals seit 4,5 Jahren nichts von dem Spielzeug bekommen, das ich hier in Finnland gesammelt habe. Das ist für mich sehr, sehr traurig, dass ich das diesmal nicht abliefern konnte. In seinem Keller in Helsinki zeigt er uns Videos von einem früheren Besuch bei Waisenkindern in Aleppo. 6 von ihnen sind im Sommer durch die Bombardements getötet worden. Ich habe einmal in Aleppo jemanden gefragt, wie überlebt ihr hier? Er sagte, wir überleben nicht. Die, die sterben, haben es gut, die haben es hinter sich. Aber wer noch lebt, hat mehr Angst als die Toten. In den Trümmern des syrischen Bürgerkriegs liegt die Kindheit einer ganzen Generation. Mit seinem Spielzeug zeigt er den Jüngsten, dass sie doch nicht ganz von der Welt vergessen wurden. In 5 Wochen will Rami wieder versuchen, zu ihnen nach Aleppo zu gelangen.